Habe ich zumindest nicht in Erinnerung. Ambuddha ist ja wohl... Nee, eigentlich sollte da nichts sein. So, ich glaube, ich habe irgendwas Essentielles übersehen. Ah, habe ich. Ich sehe es da gerade von da hinten. Diesen Hebel hier. An den kommt man nämlich nur dran, wenn man mit der Peitsche einmal das hier macht. So kann man nämlich umdrehen, wenn sie so rum sind. Darüber geht und mit der Peitsche das hier macht. Jetzt können wir nicht da runter. Und nachher darüber. So. Auch wenn es verlockend ist, sollte man den Spinner jetzt hier nicht machen, weil man nicht weiß, wo man am Ende landet. Natürlich weiß man, wenn man die Oberfläche sehen kann, ist okay. Zack. Und... Na, hättet ihr jetzt gedacht, man muss da irgendwas mit der Peitsche wieder machen? Naja. So, das war ziemlich obvious. Und wieder 20. 20 blitzende und blanke Rubine. So, und wie kommen wir jetzt hier rein? Naja, es sind Gitterstäbe und keine solide Tür, da kann man einfach so machen. So. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Bäh. Ich glaube, ich muss so machen. Boah, aus dem fetten Ding einen verdammten Glibber. Aufladen. Und was können wir denn mal gebrauchen? Eigentlich haben wir erst einen Knete wieder. Was? Oh, das sah aus wie Herzen. Na gut. Auch gut. Ah, guck mal eine an. Schön hauen, hauen, hauen. Und zack. Ja, gut. Wie ist das mit dem Wasser? Das ist wieder ganz knapp da aufgehalten. Ups. Okay. Geplatzt. Und hier ist... erstaunlicherweise nichts. Oh. So. Alles geplant. Soll ja nicht zu leicht werden. Na. Der war so niedrig. So. Ja gut.
Dann machen wir jetzt mal das Offensichtliche. Dahin? Dann müssen wir mal hoffen, dass er uns von hier aus nicht trifft. Was war das denn? Mitten im... Wieso dreht er sich? Bei den Gelben ist das natürlich was anderes. So, hier müssen wir uns dranhängen und warten. Mal loslassen, verschnaufen. Ohne Spaß jetzt mit verschnaufen. Oh. Augenmaß. Sehr gut. So. Sieht er uns nicht? Er sieht uns nicht. Was mache ich da? Ah, schon da. Wollte ich nicht. Ich will zuerst das Flieger platt machen. Oh, natürlich den Hebel. Ah nee, genau. Der Witz dabei ist, das muss man nicht mit der Peitsche machen. Diese olle Nunchuck-Schutz von der Remotion. So. Er muss da ein bisschen anvisieren. Und sich erstmal dranhängen. Und das muss man dann nochmal machen. Und man muss sich beeilen, das geht irgendwann zu. Nee, ich weiß nicht. Kann ganz gut sein. Zack. Hey. Zack. Hey. Okay. Kann man ja vorher mal eben machen. Oh, das Wasser wird abgelassen. Ein Gang wird frei. Das ist eigentlich, wenn ich dich anvisiere und mit der Peitsche hau. Nichts. So. Und Köpper rein! Und Game Over! Oh nein! Oh nein! Gehst du schon wieder leer? Scheiße. Kinder, merkt euch! Nehmt die Batterien aus dem Gamepad, wenn ihr nicht spielt. Denn das frisst einfach nur... Strom. Und das ist so dermaßen scheiße. Oh, guck mal. Und so, hätte ich nicht machen müssen, aber ist lustig. Na, Gebieter, na, die Batterieleitung deiner Wii-Fernbedienung lässt nach. Oh, wie nervig. Tjo. Eins. Zwei. Und das ist der Witz dabei. Also man muss da jetzt nicht irgendwie mit Dingen zu montieren, sondern das ist einzig und allein der Trick. Oh, ja gut. Nein, danke. So. Unser obligatorischer Bernstein-Halbmond für diese Aufnahme. Und schön das Herz noch einsammeln. Und
und Rinje. Guck mal, was leuchtet. Kann ich den vielleicht auch mal anvisieren? Tada! Ein kleiner Schlüssel erhalten. Aha. Bevor du mir irgendwie was mit den Pfeilen machst, komme ich gleich mal rüber. Oder nicht? Der Master Key. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. In der Nähe befindet sich eine große Schatztruhe. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich darin der Schlüssel befindet, der das Tor im oberen Teil der Statue öffnet, beträgt 85%. Alles klar. Ah, Mist. Tada! War das nicht auch leicht? Ich weiß auch nicht. Düster da unten aus? Oh Gott, das werdet ihr gleich noch sehen. Eieieiei. Ein Sog nach oben. Und da müssen wir scheinbar rein. Mal hoch und einmal Hebel. So, und jetzt kommen wir auch wieder hier hin. Das heißt wieder. Ja, eigentlich schon wieder. Das ist der Punkt, an dem wir vorhin waren. Aber das ist nur der Rückweg, denn wir haben ja gerade gemerkt, wir müssen hier lang. So, einmal Spinning Deck. Und Peitsche rausholen. Zack, einmal umdrehen. Ah, oh, dieses olle Ding da. Ich muss das mal festkleben. So. Was war das denn? Ein Versuch, Körper zu machen. Na, komm mal rauf. Jo. Komm mal da rum. Wir müssen natürlich eine von denen da platt machen. Ja, muss natürlich auch treffen. Runter und... Ja, ich weiß, ich hätte das schon viel... Was machst du da? Da liege ich doch nicht hoch. Ja, schon viel, viel leichter machen können, aber so geht's. Übung macht den Meister, nicht andersrum. Zack und Splush. So und rund. Na. Aua. So, und zack. Ach, natürlich in die falsche Richtung. Und zack. Jo. Ja, noch eine. Aber nur normale. Ja, gut, ein paar Münzen. Rubine. Tada! Und was jetzt? Genau. Zurück müssen wir nicht. Können wir auch gar nicht. Das wäre jetzt Dingens. Jetzt müssen wir doch mal wieder hin und können mit der Peitsche das Ding einfach umdrehen. Oder kommen wir rüber?
Wollen ja cool rüber das Hochspinnen, aber nein. Mit der Fassschraubenrolle glühen's. Zack, zack. Zack. Ich sag da nichts zu. Durch das noch Gewackel von dem Ding konnten wir uns da nicht festhalten. Ja. So. Zack. Und zack. Und drüber. Wo geht's jetzt wohl hin? Der hängt sogar so hoch, dass wir die Peitsche nehmen müssen. Was müssen wir aus ein bisschen Entfernung machen? Und nicht gleich wegstecken, denn das Vieh, das muss mir auch noch im Latzen. Warten, warten. Ja. Bye bye. Vorsichtig. Wir können hier loslassen. Kurz aufladen und weiter. So. Na. Ach ja. Na. Zio, zio, zio. Und wieder 20 Rubine. Wow. Welch ein Triumph. So. Jetzt müssen wir da einmal rum. Zack. Und zack. Einmal kurz verschnaufen. Was machst du da, Link? Ich dachte gerade, der ging aber nicht weiter. Ja, ihr Herzen. So. Und eine Abkürzung. Noch mehr Herzen, sehe ich gerade. Bitte? Also normalerweise würde ich jetzt sagen, spring runter und nutze den Schwung, aber... Ach, jetzt geht's! Was war das denn? Jetzt kommen wir da runter. Aber dummerweise ist das jetzt verdeckt. Mit dort drüben. Mal sehen. Ja gut, unser nächster Weg ist geebnet. Das heißt, wir schwimmen mal eben wieder zum Eingang. Puff. Zack. Und runter. Denn wir haben gerade die ganze Statue eins nach unten gesetzt.
So. Wir sind jetzt in der Unterwelt.